Guten Abend miteinander. Merci vielmals. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, sehr verehrte Gäste. Und herzlich willkommen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns in der Arena. 3 Jahre, 261 Tage, 14 Stunden und ziemlich genau 50 Minuten ist es her, seit das passiert ist. Katastrophen im Kernkraftwerk von Fukushima in Japan. Was Sie hier sehen, ist die Explosion im Reaktorblock 1, eine Wasserstoffexplosion. Das war am 12. März 2011. Die Katastrophe die hat vieles geändert. Auch politisch, auch in der Schweiz. Kurz nach Fukushima hat der Bundesrat den Ausstieg beschlossen aus der Atomenergie. Und wie man diesen Ausstieg konkret umsetzt, wie man das genau macht, an diesem Punkt sind wir jetzt, wenn man es denn überhaupt noch will. Diese Frage die wird ab Montag im Nationalrat verhandelt. Und wir diskutieren sie heute in der Arena mit folgenden Gästen. Der Albert Rösti ist SVP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Er ist ein klarer Gegner vom Atomausstieg. Genau umgekehrt sieht Sebastian Giraud, Nationalrat der Grünen aus dem Kanton Zürich. Er sagt, der Ausstieg sei nötig, richtig und müsse so schnell wie möglich gemacht werden. Neben dem Albert Rösti steht Kurt Rohrbach. Er ist Präsident von allen Schweizer Stromproduzenten und sagt, ohne AKW sind wir abhängiger vom Ausland. Und neben Bastian Giraud steht Franz Hohler, Schriftsteller und Kabarettist, der seit 40 Jahren schon gegen AKWs kämpft. Sie alle ganz herzlich guten Abend miteinander. Herr Rösti, ich habe es vorhin schon gesagt, was die Katastrophe beim Bundesrat ausgelöst hat. Was hat Fukushima bei Ihnen ausgelöst? Ja, ist klar, dass das ein grosses Interesse hat ausgelöst. Wie sieht das in unseren Kernkraftwerken aus? Ich war nachher nach Fukushima selber auch in Mühleberg, habe mir die Sicherheitsvorschriften gezeigt, um mich auch entsprechend überzeugen zu können, dass da ganz andere, viel weiterentwickelte Sicherheiten bestehen. Und ich möchte einleitend sagen, ihr seht einen klaren Gegner vom Ausstieg. Es ist klar, wenn wir Alternativen haben für Stromproduktion zur Kernkraft, wenn es die dereinst gibt, dann kann man aussteigen. Aber heute sind die nicht so weit entwickelt und dann haben wir einfach eine Versorgungssicherheit. Und darum bin ich heute gegen einen Ausstieg, also lieber die sicheren Werke in der Schweiz als eine unsichere Versorgung, unsichere Stromversorgung. Gut, Herr Giraud, was hat Fukushima bei Ihnen ausgelöst? Ja, schlussendlich haben wir die Meinung nicht geändert. Wir waren vielleicht die, die fast als Einzige wirklich auch die Meinung von schon vorher hatten. Es war mehr eine Bestätigung von unseren Befürchtungen, die gezeigt hat, dass eigentlich auch in einem hochtechnisierten Land, in einem Land, wo eigentlich auch die Schweizer AKW-Betriebe darauf verwiesen haben, dass man sogar in diesem Land AKW betreibt, wo ja Erdbeben hat und so, und wie sicher das sei, dass das eben nicht stimmt und dass eigentlich auch unsere Befürchtung eintritt und darum mehr Schweiz eben auch vorwärts machen sollte. Und nachher vielleicht, was man noch sagen muss, was zuerst passiert ist, ist das grosse Versprechen von allen. Jetzt nächsten Montag sehen wir, wie lange das Versprechen hält. Dazu kommen wir jetzt genau. Herr Rohrbach, was ist bei Ihnen passiert, wo das zu Fukushima passiert ist? Ja, selbstverständlich war es für alle ein Schock gewesen, und insbesondere, weil es in Japan war. Und der erste Schritt ist natürlich, dass wir sofort überprüft haben, haben wir ähnliche Situationen wie dort, was ist vergleichbar, was nicht. Wir haben ja in ganz Europa einen Stresstest gemacht. Betreiber in der Schweiz haben das schneller gemacht und haben ja gewisse Massnahmen sofort umgesetzt. Wir haben damals in Mühleberg vorzeitig eine Abstellung gemacht, weil wir ein System haben müssen überprüfen und korrigieren. Und was nachher passiert ist, wir wollten aus dem lernen. Und da hat man sehr viel begriffen, was in Japan tatsächlich abgegangen ist und wie man mit der Sicherheit in Japan umgeht. Und wie man in der übrigen Welt umgeht. Und da hat man natürlich sehr viele Erklärungen gefunden. Dass also die Situation sozusagen viel, unterschiedlich ist? Sehr viel, ja, selbstverständlich. Und hat sehr viel gelernt. Herr Hohler, was haben Sie sich gedacht? Was ist ich bin verschrocken. Ich bin enorm verschrocken. Und habe an die Leute gedacht dort und was sie jetzt machen und wie das weitergehen soll. Und habe natürlich dann schon gedacht, das ist jetzt das, was uns immer als Schwarzmalerei vorgeworfen worden ist. Oder? Wenn wir von solchen möglichen Katastrophen geredet haben.
Und eine ähnliche Katastrophe ist schon in Tschernobyl passiert, 1986. Aber irgendwie hat man das dann noch auf die Russen schieben und auf ihr System und auf den Graphitreaktor. Und jetzt hat man einfach gesehen, es kann passieren. Es kann das Schlimmstmögliche passieren. Jetzt haben wir über das Grundsätzliche geredet, wir haben über Geschichte geredet, Sie haben an Tschernobyl sogar schon erinnert. Wenn wir jetzt die Energiestrategie 2050 anschauen, wo ab dem Nationalrat, im Nationalrat verhandelt wird, da hat es da drin eigentlich drei Kernpunkte. Die möchte ich mit Ihnen schnell anschauen, was der Ausstieg angeht. Da heisst zum Beispiel der schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie, so haben wir es zusammengefasst, mehr erneuerbare Energien, das ist das Zweite, und dann will man auch den Energie- und den Stromverbrauch senken. Ich möchte gerne die Diskussion, die wir jetzt haben, in den nächsten 70 Minuten entlang von diesen drei Punkten führen. Also zuerst über den Atomausstieg, wollen wir den wirklich, wenn wir den noch wollen, wie schnell soll das passieren, dann über die alternativen Energien, was hat das für Kosten, auch für die Wirtschaft, und dann über die Frage, ob man den Strom auch einfach einsparen könnte mit effizienteren Geräten oder vielleicht sogar auch mit Verzicht. Aber eben zuerst zum Ausstieg. Herr Schiro, was haben Sie das Gefühl? Wann geht der letzte Kernreaktor in der Schweiz vom Netz? Ja, ich hoffe natürlich, dass eben das Parlament Wort haltet. Und eigentlich, das ist in der Smart Vote-Umfrage, hat das eine Mehrheit vom Parlament gesagt, bis 34 das letzte AKW stilllegen. Jetzt ist natürlich die Situation eingetreten, dass die Betreiber der AKW haben vorher, wo man noch nicht den Atomausstieg beschlossen hat, haben sie geplant, nach 50 Jahren, oder also nach 40, spätestens 50 Jahren, die zu ersetzen mit neuen AKW. Jetzt, nach dieser Situation, will man plötzlich die alten AKWs ewig weiter... wenn man es nicht ersetzen kann, einfach weiterlaufen lassen. Genau, und das ist jetzt die Herausforderung, dass man eigentlich die Zitronen auspressen will, man will keine neuen Sicherheitsmassnahmen, man will möglichst lange weiterlaufen, um möglichst einfach noch viel Geld reinzuholen. Und da finde ich, da hat jetzt die Politik eine Verantwortung, um zu sagen, nein, das geht nicht. Man kann jetzt nicht einfach die alten AKWs, weil sonst wird es noch schlimmer, oder? Wenn man mit den alten AKW weiterlaufen lässt, ist das eigentlich noch schlimmer. Jetzt haben Sie aber die Frage nicht beantwortet. Wann, denken Sie, geht das Letzte vom Netz? Ich kann das nicht beurteilen. Wie gesagt, das ist ein Unterschied zwischen meiner Hoffnung in eigentlich die Debatte und andererseits meine Befürchtung. Weil das, was die Mehrheit im Moment vorschlägt, vielleicht um das noch zu sagen, das hat kein Ausstiegsdatum. Das heisst, man sagt gar nichts, wenn die abgestellt werden. Und das ist natürlich das Gefährlichste, wenn man die einfach ewig weiterlaufen lässt. Also nach dem Plan, sagen Sie, wo jetzt verhandelt wird, gibt es gar kein fixes Datum. Herr Rösti, wann haben Sie das Gefühl, wann ist Schluss? Ganz wichtig ist, diese Frage dürfen nicht Politiker beantworten. Weil das stehen auch wir von der SVP hinter dem Bundesratskonzept, das sieht, die bestehenden Kernkraften... Die Kernkraftwerke, die bestehenden Kernkraftwerke sollen so lange laufen, wie sie sicher sind. Und die Sicherheit bestimmt letztlich das ENSI. Wieso unterstützen Sie das ENSI-Konzept nicht? Ja, ganz klar. Das ist das Energie-Nuklearsicherheitsinspektorat. Die, das schauen, Fachleute. Ob sicher ist. Und das ist natürlich ganz wichtig. Das wollte ich hier auch sagen. Die Sicherheit muss für die Bevölkerung oberster Stelle stehen. Das ist ganz wichtig. Und darum ist es nicht an den Politiker zu sagen, ja, wann kann man so ein Werk abstellen. Und jetzt komme ich zum Konzept, oder in diesem Langfristkonzept, das man jetzt sieht. Grundsätzlich hat ja der Bundesrat eigentlich gesagt, die Botschaft, es ist das Energienuklearsicherheitsinspektorat, das die Sicherheit festlegt, das sind die Fachleute, und ein Werk kann man laufen, solange das eben sicher ist. Eigentlich unbegrenzt, und, genau, solange es sicher ist. Die Kommission schlägt jetzt vor, dass man nach 40 Jahren eine Überprüfung machen muss. Und im Gesetz steht jetzt im Vorschlag der Kommission, dass der Bundesrat Details regeln muss. Und das ist natürlich jetzt eine Kompetenzverschiebung zur Politik. Und das darf klar nicht sein. Und der Herr Schiro hat es natürlich jetzt gerade richtig gesehen. Eigentlich müssen wir heute vor allem über die Versorgungssicherheit mit Strom und weniger über die Sicherheit reden. Herr Schiro, ihr habt es vorhin richtig gesehen. Wenn man natürlich jetzt einfach ein Technologieverbot reinschreibt. Ja, jetzt Technologieverbot, ENSI-Konzept. Dann drückt sie länger zu laufen. Wir kommen zu all dem. Ich versuche das schnell zusammenzufassen, dass die Leute hier auch wirklich rauskommen. Also der Vorschlag, den der Bundesrat gemacht hat, ist, dass die Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke so lange laufen dürfen, wie sie sicher sind, wie sie als sicher beurteilt werden von dem Inspektorat. Der Vorschlag, der jetzt aus der Kommission vom Nationalrat kam, ist, wäre, dass man nur 40 Jahre darf und dann mit immer neuen Tests 10 Jahre verlängern. Nein, ich hätte gerne Herrn Hohler ganz kurz in die Diskussion. Sie haben noch genug Zeit, Herr Schiro. Herr Hohler, wann haben Sie das Gefühl, wann ist in der Schweiz Schluss? Sie kämpfen ja schon sehr lange dafür. Also, ich war sehr erfreut, als der Bundesrat, der damals aus einer Mehrheit von 4 Frauen bestanden hat,
beschlossen hat, das Ziel sei der Ausstieg. Hat das den Ausschlag gegeben, dass es Frauen waren? Nach meiner Meinung schon, ja. Ja. Also auch nach gewissen Inside-Informationen, die ich bekommen habe, hatte ich das Gefühl, es sei eine Frauenmehrheit von 4 zu 3. Also, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich nehme das mal so an. Also, es würde mich auch mal freuen, auf alle Fälle. Ja. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, wann kommt der Ausstieg? Deutschland hat 8 AKWs abgeschaltet. Deutschland will bis 2022 die AKWs abschalten. Die haben weniger Ersatz als wir. Die haben viel weniger Wasserkraft. Und ja, nein, Entschuldigung. Ja. Also Deutschland hat Kohle, die haben wir nicht. Gut. Ja. Aber und, wir haben Wasserkraft. Die Kohle ist einfach ja, mehr kleine Wasserkraft. Und die Deutschen haben 50% Wasserkraft. Bis vor vorne ist einfach grusiger als Wasser auf alle Fälle. Aber sehr Kohle. Entschuldigung. Aber das ist der Fall von Gusti, dass man Deutschland in Kohle eingestiegen. Der Herr Holler noch was? Ganz schnell. Und dann habe ich das gehört von 2040. Ich habe natürlich gedacht, ich erlebe den Ausstieg noch. Und dann bin ich eigentlich enttäuscht, als ich das gehört habe. 2034. Dann wäre ich 91. Und gut, vielleicht mag ich dann noch feiern, aber so. Es kommt sehr darauf an, wie jetzt die Debatte verläuft, oder? Im Parlament. Jetzt, dass es 2034 wird, was ich mindestens hoffe. Also, sonst ist es kein Ausstieg. Oder die grosse Frage ist ja vom Ausstieg. Wir brauchen ja alle Strom. Wir haben ein massives Bevölkerungswachstum. Und wenn wir kritisch sind zum Ausstieg, dann ist es einfach, weil wir am Schluss eine Versorgung, eine Unsicherheit haben. Zu dem kommen wir gerade im zweiten Teil. Also, wie würde man so setzen mit alternativen Energien? Aber darum ist für uns schon der Punkt, wo ein wichtiger Strategiepfeiler ist, übrigens auch in der Ausstiegsenergie vom Bundesrat, ein wichtiger Strategiepfeiler, dass wir die Bestehenden so lange laufen lassen, wie sie sicher sind. Da wir sagen dir zwei Sachen. Einerseits so lange, wie sie sicher sind, andererseits sagen wir, wenn wir die Alternativen haben. Also, das ist ein bisschen widersprüchlich. Aber zuerst mal zum ersten Konzept. Entschuldigung, es braucht beides. Aber jetzt Wort im Mund verdrehen. Es braucht klar beides. Wir wissen, dass es sehr lang geht, bis wir die Alternativen aufbauen. Beziehungsweise aus heutiger Optik sehen wir, dass wir viel importieren müssen. Also ist, wenn wir jetzt die bestehenden noch früher als technisch notwendig würden abschalten, müssen wir einfach noch mehr importieren. Ja, und dann haben wir einfach am Schluss. Ja. Herr Ober, und ich will schnell, dass Herr Schiro sein Sensi-Konzept endlich zur Sprache kommt. Nein, ist gut. Das Sensi-Konzept ist ja etwas, das eigentlich nicht die unmittelbare Aufgabe ist von Sensi. Sensi ist eine Überwachungsbehörde, hat die technische Sicherheit anzuschauen, hat zu beurteilen, wie lange kann man welches Werk laufen, was braucht es für technische Rahmenbedingungen und so weiter. Und jetzt redet ihr von einem Sensi-Konzept im Parlament. Also jetzt fängt das Sensi an, Politik zu machen. Und das ist sehr speziell. Und zwar mit einer Lösung, dass man alle 10 Jahre eine Überprüfung machen muss, wenn man nicht steigende Sicherheit hat. Spielt keine Rolle, wenn die sehr hoch ist. Wenn sie nicht steigend ist, wenn sie tief ist und steigt, ist gut. Wenn sie hoch ist und nicht steigt, ist schlecht. Also das ist Politik. Und dann will man ein Instrument in die Hand bekommen, dass man sagen kann, ja, das 10-jährige Konzept verhält leider nicht, jetzt müssen wir leider aussteigen. Das wäre Sensi, genau. Jetzt macht Sensi Politik. Herr Ober, eine Nachfrage. Herr eine Nachfrage. Sie regt sich jetzt darüber auf, über die Idee, dass man alle 10 Jahre müsste Sensi da drauf schauen und dann eben verschärfte Sicherheitsanforderungen stellen. Aber es gibt ja eigentlich noch eine Möglichkeit auf dem Tisch oder zumindest als Volksinitiative, die viel weiter geht, dass man nämlich ein fixes, klares Ausstiegsdatum beschliessen würde. Was würde das heißen aus Ihrer Sicht? Das würde heissen, wir hätten zu wenig Energie, wir würden die Energie importieren. Aber dort wäre rein vom demokratischen Prozess her eine Initiative und das ist selbstverständlich okay. Also, jetzt muss ich aber schon mal etwas sagen zu dem Ensi. Das ist echt schon verrückt. Der Bundesrat ist in seiner Energiestrategie davon ausgegangen, dass die AKWs 50 Jahre laufen. Nachher plötzlich haben die AKW-Betriebe reagiert und haben sie noch länger laufen. Herr Schirmer, jetzt sind Sie wieder zurück bei Ensi. Ich habe die grüne Volksinitiative angesprochen. Das müsste Ihnen doch eigentlich schauen. Das ist wirklich, jetzt haben sie beide, sie sind nämlich geschlafen. Ganz kurz, Ensi ist zu uns in die Kommission gekommen und hat gesagt, wir haben ein Problem. Und das Ensi ist nicht etwa der verlängerte Arm der Grünen. Das Ensi ist der verlängerte Arm oder das Gewissen der AKW-Industrie. Gut, aber im Moment schlafen Sie, Herr Schirmer. Ich habe die Volksinitiative der Grünen angesprochen. Was haben Sie das Gefühl, würde das bedeuten für die Schweiz? Da können wir nachher über die Erneuerbaren und die Effizienz reden. Da müssen wir sehen, dass der Herr Rösti dafür sein muss. Weil zum Beispiel bei den Erneuerbaren haben wir genug, um die ältesten AKW zu ersetzen. Was wir verlangen, ist, eigentlich, dass man die AKWs, die man ursprünglich
Vielleicht könnt ihr dazu noch etwas sagen, wie lange man am ursprünglich geplant hat, die AKW zu anlaufen. Von länger als 40 war eigentlich nie die Rede. Also von weniger 45. Als 40? Also am Anfang hat es geheißen, 25 bis 30 Jahre, hat man uns gesagt, ist die Lebensdauer von einem AKW. Das mag mich sehr gut erinnern. Oder? Und plötzlich werden die immer älter. Oder? Und da fragt man sich schon, wie machen die das, dass sie so gut altern? Hm? Eben, wenn man Ausstieg sagt, dann kann man Die Initiative der Grünen wäre ja ganz eine gute Chance, endlich den Puls des Volkes zu spüren, die möglichst schnell vor das Volk zu bringen, dass wir endlich jetzt, nach so langer Zeit, nach Fukushima, auch spüren, wo die Mehrheit im Volk ist. Weil das ist auch eine Kritik, die wir anbringen, dass man so ein Riesenpaket mit Gebot, Verbot, massiven Subventionen bis jetzt noch nie das Volk befragt hat. Klar, man kann warten, bis es durch ist im Parlament und ein Referendum. Aber die Initiative würde ich sehr begrüßen, dass man jetzt das Volk befragt. Dann kommen wir genau am Schluss von dem Volk. Und das wäre sehr wichtig, für Wissen, in welche Richtung geht es. Dann kommen wir genau noch zur Frage, ob man mit dem vor das Volk soll. Ich möchte jetzt gerne einen kleinen Schritt zurück machen, weil die Frage, wie lange dürfen die noch laufen, hängt ja direkt damit zusammen mit der Frage, wie gross ist eigentlich das Risiko. Wie gross ist das Risiko tatsächlich, vielleicht wissen Sie das am besten, wie gross ist das Risiko, dass etwas Ähnliches wie das Fukushima auch in der Schweiz passieren könnte. Sie, Herr Holler, Sie haben schon vor 25 Jahren über das Szenario ein Lied gemacht. Das möchte ich Ihnen schnell zeigen. Oh. Wenn's du kommt, hättest, sagen wir, 2 Stunden Zeit und dann stünde auf der Straße ein Bus bereit. Durchs Radio hätte man dich wissen lassen, du müsstest bis dann deine Wohnung verlassen. Gepäck nicht mehr als ein Koffer pro Person, so ist das bei einer Evakuation. Wüsstest du dann, was tun und was nicht? Hättest du noch dein gewohntes Gesicht? Und die Kinder kämen aus der Schule gerannt und sie hätten vielleicht einen Beutel in der Hand. Pro Kind ein 1000 Jodtabletten und sie krächen weinend in ihre Betten. Du kochtest ihnen noch rasch eine Suppe und fragtest sie nach ihrer Lieblingspuppe. Wüsstest du dann, was tun und was nicht, hättest du noch dein gewohntes Gesicht. Und genau die Jodtabletten, die Sie damals davon gesungen haben, die sind ja jetzt gerade wieder aktuell. Man hat den Radius erweitert um die Atomkraftwerke herum, um die Kernkraftwerke herum, wo Leute solche Jodtabletten bekommen, als Vorsorge für den Ernstfall. Ich hatte auch gerade solche in der Post. Herr Rösti, da wird es einem ja vielleicht ein bisschen mulmig. Wie gross ist die Chance, dass ich jetzt die Jodtabletten meinen Kind muss geben muss? Ja, ich denke, wir können es auf unsere Sicherheitsbehörden verlassen. Es hat einen Stresstest mit dem Vergleich in ganz Europa. Und es wäre falsch, wenn ich über die Sicherheit, ich habe es ja vorhin gesehen, wenn ich als Politiker, als Laie in dieser Technologie über die Sicherheit in diesem Sinn auslassen. Da haben wir eine der grössten Sicherheiten europaweit. Das hat den Stresstest ergeben. Das ist klar. Aber mit der Energiewende tun wir ja gar nicht. Wir haben ja vorhin gesehen, wenn sie wirklich unsicher wäre, dann wäre ich der Erste, der müsste sagen, dann müssen wir heute abschalten oder morgen. Ja, so und nicht in 20 oder 30 Jahren, wo jetzt die Wende vorgesehen ist. Weil im Prinzip machen wir heute, was die Sicherheit anbelangt, ich wiederhole das nochmal, machen wir eigentlich das Gegenteil. Indem wir jetzt die Chancen verpassen, forschen und dereinst allenfalls ein Werk neuester Technologie bauen, wo natürlich tatsächlich, wir sind heute sichere Werke, aber man weiß, dass die neueren nochmal eine erhöhte Sicherheit haben. Herr Giro, wenn Sie solche Tabletten in der Post haben, wird man da beruhigt? Nein, natürlich nicht. Es zeigt natürlich, dass das Risiko real ist. Und das wissen eigentlich alle, die diese Technologie kennen. Es kann immer etwas passieren. Ich erinnere nur zum Beispiel an Faktor Mensch. Es kann immer einer dort hineingehen, manipulieren. Man hat bei Betznau hat man einen Hooligan, der dort drin war. In Belgien hat man einen Dschihadist, der in einem AKW gearbeitet hat. Also, das ist natürlich der Faktor Mensch. Nur um ein Beispiel zu zeigen, ist eigentlich immer da. Aber auch zum Beispiel Flugzeugabsturz. Die sind nicht sicher gegen einen Flugzeugabsturz von der heutigen Größe dieser Flugzeuge. Also, da gibt es ganz viele reale Gefahren. Und das
wird einfach ausgeblendet. Aber eines muss ich noch sagen. Ihr seid schon nicht ehrlich, wenn ihr sagt, die Politik soll nicht bestimmen, aber nicht mal das Ensi-Konzept unterstützen. Herr Rohrbach, alles ganz gefährlich. Ja, natürlich darf man nicht eine Gefahr negieren. Sonst ist man ja plötzlich nachlässig. Sondern man muss ja die Gefahr und die Szenarien anschauen, wenn man überhaupt mal Massnahmen treffen will. Und es gibt ja die verschiedenen Barrieren, die man eben effektiv hat in diesen Kernkraftwerken, die wir in den letzten Jahren verbessert, erweitert haben. Die meisten Kernkraftwerke haben mehr investiert in die Nachrüstungen, als seinerzeit der Bau gekostet hat. Das ist ein schweizerisches Konzept. Man tut das Zeug nicht, wo noch funktioniert, nicht vorzeitig fortschießen, oder man will das eben betreiben. Und wenn man das nicht mehr betreiben kann, zuerst muss man auch der Eigentümer vom Werk ist der Erste, der, wenn irgendetwas nicht gut ist, der selber muss abstellen muss, bevor irgendwie ein Ende kommt. Und das sind Leute, die Fachleute sind, die sich auch das Szenario überlegt haben, die nicht leichtfertig mit den Risiken umgehen, die natürlich da sind. Kernenergie hat den Vorteil, dass viel Energie an einem Ort ist. Das ist ja das Effiziente daran und der ist so gefährlich. Das kann man nicht negieren. Also dann muss man die entsprechenden Barrieren machen, dann muss man die entsprechenden Konzepte machen. Ob Jodtabletten zu diesem Konzept gehört, ist eine andere Frage. Und wie weit man den Perimeter so ausdehnen, ist eine andere, wo eine gewisse willkürliche Entscheidung natürlich da ist, wie weit das ist. Das hat ja auch einiges Geld jetzt gekostet, die Stromhersteller herholen noch ganz kurz. Ja. Das ist also gefährlich, aber es gibt gute Barrieren, es gibt gute Fachleute. Würden Sie ein Lied von der Evakuation heute auch noch machen, oder hat sich da Technik hat sich verbessert. Das ist damals unter dem Eindruck von Tschernobyl entstanden. Pripyat bei Tschernobyl, die haben 2 Stunden müssen die ganze Stadt evakuieren. Und man hat dann zum Risiko, man hat dann gesagt, auch im Vorfeld, wenn man gesagt, das Risiko, das ist jetzt, ich rede jetzt von den 70er Jahren, von der Steinzeit, oder? Hat man gesagt, das Risiko, dass etwas so Schweres passiert, das ist etwa das könnte alle 10.000 Jahre einmal passieren. Dann ist Tschernobyl passiert und schwupps, sind 10.000 Jahre vorbei. Oder? Jetzt hat man nichts mehr zu gut. Während 10.000 Jahren dürfen wir uns keinen Unfall mehr leisten. Und zum Herr Rösti, der Begriff vom Laien und vom Fachmann. Ich erinnere mich, dass wo der Herr Rogge Energieminister geworden ist, 1989, wenn ich mich recht erinnere, ist zu ihm gekommen, der Herr Rubbia, der ist damals Chef vom CERN. Und er war Nobelpreisträger in Atomphysik. Und der Herr Rubbia ist gekommen, weil er mehr Geld wollte, von der Schweiz für CERN, also für das Kernforschungsinstitut in Genf. Und der Herr Rogge hat ihm bei dieser Gelegenheit eine sehr gute Frage gestellt und eine nötige Frage, nämlich, was ist eigentlich mit dem schnellen Brüter in Malville, oder? 50 km vor Genf. Schneller Brüter ist ein spezieller Reaktor, den man mit Plutonium noch probiert. Der hat irgendwie das Doppelte oder das Dreifache an Energie hergegeben. Ist aber, weil er mit Natrium gekühlt worden ist, eine ganz problematische Sache geworden. Die Brennbarkeit von Natrium, die man nicht löschen kann. Auf jeden Fall war die Frage von Herrn Rogge sehr berechtigt. Er denkt, wenn ich schon mal so einen da habe, oder, der rauskommt, Atomphysiker, Nobelpreis, denke, Herr Rubbia, wie ist das? Ist das eine sichere Sache? Was hat der Herr Rubbia gesagt? Das können wir nicht beurteilen. Da müssen wir die Experten fragen. Was ist für mich, also für mich ist das Fazit aus dieser Antwort ist, die Experten, das sind Sie, Herr Rösti, und ich. Und Sie, wir alle sind Experten. Wenn ja. Die Atomphysiker nicht mehr wissen, dann müssen wir uns probieren, ein Bild zu machen. Herr Rösti, Sie sind ein Experte. Es ist selbst. Werden nicht alle Teelever runter, wahrscheinlich. Aber merci. Ich denke, die Sicherheitsfrage kann ja nicht isoliert von unserer Stromnachfrage beurteilt werden. Wir brauchen den Strom. Und jetzt ist die Frage, wo haben wir am wenigsten Restrisiko? Und ist das, wenn wir unser Werk abschalten und dafür einen grossen Teil, letztlich wahrscheinlich auch das KKW, wo wir keine Kontrolle haben, wo wir nicht eigene Behörden haben, nicht eigene Fachleute, importieren, ist dann das Restrisiko kleiner. Vielleicht das unmittelbare Ja, aber insgesamt ist das für mich eine Vogelstrauß-Politik. Wir haben Staumauern im Berner Oberland. Die haben auch ein Restrisiko. Die haben ein Restrisiko, wenn da etwas passiert, was in der kürzester Zeit viel mehr Tote geben kann, hoffen wir auch nicht, in der kürzesten Zeit viel mehr passieren
als Beispiel sind jetzt unmittelbar auf Menschenleben in Fukushima, wo praktisch nichts passiert ist bezüglich Menschenleben. Der Punkt, Herr Reuter, Sie also letztlich ist tue ich nicht verneinen und das ist eben auch im Bauch nicht immer angenehm, aber letztlich brauchen wir den Strom. Die Frage ist, was ist denn die sicherste Opportunität? Herr Rösti, der Punkt, den Sie ansprechen, mit, dass man den Strom einfach aus dem Ausland importiert, vielleicht von anderen Kernkraftwerken. Herr Schiro, wäre das etwas, was Sie würden in Kauf nehmen, wenn man dafür könnte, die Schweizer Atommeiler abschaffen? Ja, schaut, wir haben eine Warteliste in der Schweiz mit erneuerbaren Projekten. Das sind Projekte, wo man den Standort kennt, welches Dach, man weiss, welches Dach, welchen Bauernhof, wo man das Windrad aufstellen will. Man hat auch den Investor, die wären bereit, um das zu investieren. Dort ist drauf, heute, Stand heute, 11 Terawattstunden. Aber die Frage wäre gewesen, ob Sie akzeptieren würden, dass man den Strom aus Russland holt. Genau, das ist die Antwort. Das kommt, oder? Man kann das zusammenführen. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin noch dran, genau. Sie wissen vorhin. Das heisst, wir haben genug auf dieser Warteliste, genug erneuerbare Produktion, um die ältesten 3 AKW längst abstellen, schon heute. Schon heute, ohne dass man etwas gemacht hat. Also von dem her, mit eurer Position, die ihr am Anfang gesagt habt, müssen die unsere Initiative unterstützen, Herr Rösti. Weil die Erneuerbaren, die sind da und die kann man entsprechend zu. Also wenn ich es zusammenfasse, ja, haben Sie die Frage wirklich nicht beantwortet. Das ist eine Zahlen von Swiss. Entschuldigung, ganz kurz. Herr Schiro, Sie sagen, nein, man braucht gar keinen Strom aus dem Ausland. Ja, wir haben genug erneuerbare Solare, Wind, Biogas haben wir in der Schweiz. Also Herr Schiro, das steht ja erst zu unserer Botschaft, in der Vernehmlassung und in der Botschaft vom Bundesrat, dass man irgendwo 2030 wird auf Stromimporte mit der Abschaltung angewiesen sein. Und jetzt sind wir 2 Jahre später und jetzt hat sich die Situation, jetzt hat sich diverse Parameter haben sich geändert, dass man noch mehr Import braucht. Auf der einen Seite die Nachfrage. Schaut, warte, wir gehen von einem Bevölkerungswachstum in Botschaft aus. Von etwa 8,6 Millionen, wir sind heute schon bei 8,2, haben ein massives Bevölkerungswachstum. Also die Nachfrage wird stärker sein. Wir haben auf der anderen Seite beim Angebot, wissen wir, dass heute aufgrund des Billigimportstroms, Kohlenstromimport, der sehr billig importiert ist, der Ausbau der Wasserkraftwerke, wo man von 3 Terawattstunden, also vom Ersatz von einem KKW, wäre ausgegangen, wo in unserem Sinn sehr wäre, dass das im Moment nicht passiert. Das bestätigen Kraftwerksbetreiber, weil sie die fehlende Rentabilität haben. Und dass wir unterstützen. Der Punkt von der Wasserkraftausbau haben wir gegen unterstützt, das wisst ihr. Und auf der anderen Seite, Solar und Wind ist eine Technik, die leider sehr unregelmäßig anfällt. Und da fehlt eine Speicherkapazität. Also aus heutiger Optik. Und gestern hat das übrigens, vorgestern, Entschuldigung, Herr Rösti. Sie streiten sich wahnsinnig gerne miteinander, Sie beide. Ich muss versuchen, das nochmal schnell zu bündeln. Okay. Etwas fällt mir nämlich auf. Wir reden jetzt schon ganz lange über die Frage, wenn man die bestehenden Kraftwerke abschaffen soll. Was niemand von Ihnen angesprochen hat, das ist der Punkt, dass man ja verbieten würde, dass neue gebaut werden. Wir haben das kurz vorbereitet. Das ist der Entwurf. Rahmenbewilligungen für die Erstellung von Kernkraftwerken dürfen nicht erteilt werden. Herr Rohrbach, ist das eigentlich nicht der wichtige Punkt? Kein neue Kraftwerk mehr? Ja, das sind zwei Sachen, die man nicht auseinanderhalten jetzt in der ganzen Diskussion. Das eine ist der Ausstieg, wo wir davon ausgehen, dass man den Ausstieg nicht schnell machen muss. Man darf nie vergessen, 2/3 vom Strom geht die Wirtschaft. Und 2/3 vom Strom geht direkt in die Konkurrenzfähigkeit von unserer Volkswirtschaft hinein. Das ist der entscheidende Punkt. Und darum geht es darum, das möglichst sanft und möglichst vernünftig und überlegt zu machen. Und das andere ist die Frage von der Rahmenbewilligung von der Ersatzkernkraftwerk. Ich glaube, da ist klar, dass in den nächsten Jahren wird sicher niemand ein Rahmenbewilligungsgesuch einreichen, weil genug Energie auf dem Markt ist. Es ist nicht nur erneuerbare Energie auf dem Markt, es ist relativ viel Strom auf dem Markt aus Kohle, die noch laufen. Es wäre auch relativ viel Strom auf dem Markt aus Gaskombi, die zum Teil gar nicht laufen, zum Teil stillgelegt sind. Aber die meisten stehen im Ausland. Und das wäre das Thema. Also im Moment ist es nicht rentabel, irgendein Rahmenbewilligungsgesuch einreichen. Über das muss man an sich nicht viel Zeit also Sie verlieren. Sagen, die Frage nach neuen Wirtschaftspolitik stellt sich gar nicht. Herr Holler, wenn man den Ausstieg genau anschaut, das haben wir jetzt versucht zu machen, dann ist er ja nicht so wahnsinnig klar, wenn er denn wäre, weil es entweder vielleicht einfach ganz lang laufen könnte oder immer wieder 10 Jahre verlängert, mit Blick darauf am Ende, das Verbot, wenn man das durchkriegen würde, wäre das für Sie ein Triumph nach all den Jahren? Es geht gar nicht um Triumph, aber es geht um das, was man richtig findet. Und ich finde das absolut richtig.
Es ist ja nur, was jetzt noch nicht zur Sprache ist, aber dass sie, was man gerne vergisst, das sind die atomaren Abfälle, die wir produzieren, in einem unglaublichen Mass. Und das sind eben die Naturgesetze, wo, ich meine, das Parlament kann Gesetze ändern, aber nicht Naturgesetze. Die Spaltprodukte, die entstehen bei der Spaltung eines Urankerns, die sind hochtoxisch. Und das ist das Cäsium-137, hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, Strontium von 90 Jahren. Dann gibt es C14, 5700 Jahre. Dann gibt es Plutonium, 24'000 Jahre. Und so lange muss man die von der Biosphäre fernhalten. Es ist, das von dort her schon ist für mich der Betrieb von AKWs absolut unverantwortlich. Gut, ich möchte gerne weitere Stimmen dazu nehmen. Zuerst aber einen Punkt, den ich Ihnen versprochen habe, und zwar zu der Frage, ob das Volk nicht entscheiden müsste. Eine Volksinitiative wäre das etwas, das Sie würden befürworten würden, um den Ausstieg sozusagen absichern vom Volk. Sie haben gesagt, auf jeden Fall. Herr Schiro? Jetzt möchte ich schon noch zum Neubauverbot etwas sagen. Nein, jetzt müssen wir wirklich mal eine Frage beantworten. Das ist jetzt etwa das dritte, vierte Mal, Herr Schiro. Ja, Sie hätten mich halt vorher Herr Schiro, fragen. Herr Schiro, ich würde Sie noch mal stellen, damit Sie wissen. Würden Sie dafür sein, dass der Ausstieg vom Volk abgesegnet wird? Ja, ich finde ehrlich gesagt die Aktion mit das vor das Volk bringen absolut kindisch. Die FDP hat jetzt irgendwie 3000 Unterschriften online gesammelt. Wir haben in der Schweiz klare Regeln, wie Demokratie funktioniert. Aber es kommt eine Initiative, jetzt lasst mich mal ausreden. Wir haben die FDP es kommt eine Initiative und wenn eine Initiative kommt, kann das Parlament einen Gegenvorschlag machen. Solange das Parlament noch nicht weiss, wie der Gegenvorschlag aussieht, ist es ja völlig absurd, schon darüber abstimmen. Jetzt muss doch zuerst mal beraten werden, wie das ist. Zum Neubauverbot möchte ich einfach eine Sache sagen. So, direkt von Wirtschaft geredet. Schon die Wirtschaftlichkeit würde das neue Bauverbot nicht mehr zulassen. Also, ohne Subventionen, indem man die Versicherung übernimmt, indem man die Entsorgung übernimmt, indem man wie in England sogar noch den Strom zahlt, funktioniert in der Wirtschaft das AKW nicht. Gut, vielen Dank. Sie haben die FDP angesprochen, die will, dass das vor das Volk kommt. Wir haben den Herrn Schilliger im Studio. Guten Abend. Er ist Nationalrat von der FDP aus dem Kanton Luzern. Die Frage ist, soll man den Ausstieg, wie er jetzt geplant ist, in dieser Form vom Volk absagen? Ich bin ganz klar der Meinung, dass es für das Volk muss in ein Gesetz, in so einen Artikel schreiben, ist für mich der falsche Ansatz. Wenn schon ist so etwas in einer Verfassung niederschreiben und eine Verfassungsänderung und eine Verbindlichkeit, ist eine Volksabstimmung. Ein Gesetz kann das Parlament immer wieder ändern und Referenden sind auch möglich und so weiter. Als wenn das Volk schon das will, dann gehört es in die Verfassung. Das ist also nicht etwas, wo aus Ihrer Sicht einfach das Parlament und der Bundesrat entscheiden sollten. Herr Grunder, guten Abend. Sie sind Nationalrat von der BDP aus dem Kanton Bern. Sie sind mit vorne dabei gewesen, vor gut 3 Jahren, wo die Koalition sich zusammengeschlossen hat für den Atomausstieg, wie er jetzt geplant ist. Was haben Sie das Gefühl, wenn Sie auf die Stimmung hören in der Schweiz, wenn Sie in der Politik hören, hebt die Koalition noch? Ich bin eigentlich überzeugt, dass sie hat. Sie wird die Nuancen vielleicht gewisse Sachen, vor allem gerade was die alten AKW anbelangt, Lex Betznau und so weiter, werden wir vielleicht gewisse Differenzen haben. Aber sonst bin ich überzeugt bei UREC und ja, das Gesetz jetzt geholfen, ziemlich massgebend mitberaten. Und da bin ich überzeugt, dass das UREC wird. UREC ist die Energiekommission, ja, ist die Energiekommission, die jetzt das Gesetz vorbereitet hat. Und ja, ich staune ja vom Herrn Rösti, aber jetzt auch von meinem Kollegen, den ich sehr schätze, wegen dieser Volksabstimmung, oder? Herr Rösti will als Volksabstimmung die Abstimmung der Grünen. Was er denn mit dem Resultat nachher machen will, das wissen die Götter. Weil das heisst dann nachher einfach, wir wollen es nicht nach 40 oder 45 Jahren abstellen. Aber was man will, weiss man überhaupt nicht. Und die akademische Diskussion von diesen Technologieverboten, ich finde das total falsch, wenn wir es im Gesetz haben. Und plötzlich auch da sein Wunschstrom vom Herrn Rösti in Erfüllung geht und wir plötzlich AKW-Technologien haben, die absolut unproblematisch sind, dann haben wir das Gesetz in 3 Monaten geändert und können das bauen. Ich glaube zwar nicht dran, aber wir können. Hingegen, ich weiss nicht, was er in der Verfassung will. Noch kurz, Herr Grunder. Ich habe jetzt fast ich gebe euch das Mikrofon, Ihrem Kollegen. Ich habe Technologieverbot. Ich gebe euch das Mikrofon. Ich habe das Gefühl, man hat Angst vor einer Abstimmung vom Volk. Dass vielleicht das Volk hat noch einen anderen Entscheid fassen, wenn das, was man sich immer erwartet. Danke, Herr Schilliger, danke, Herr Grunder. Ich möchte Frau Rickli noch dazu nehmen. Ich komme dann noch mal zu Ihnen, keine Angst. Kathi Rickli, guten Abend. Nationalrätin CVP aus dem Kanton Zürich. Das ist die Frage, die viele Leute scheint zu beschäftigen. Hier im Studio zumindest. Müsste das nicht vor das Volk? Ja, dann stellt sich die Frage, was wollen wir denn das Volk fragen? Oder? Also, wir haben die Atominitiative der Grünen, wo wir alle sehen, das ist eigentlich ein unglücklicher Textvorschlag.
Ich weiß nicht, was die FDP gerne möchte fragen. Wenn wir das Volk fragen, wenn ihr zum Atomkraft aussteigen, diese Frage könnten wir stellen. Und da mache ich auch Wett, dass 70% der Schweizerinnen und Schweizer sagen, ja, wir wollen kein neues Atomkraftwerk. Aber nachher haben wir das Problem von unseren 5 Kraftwerken. Wir sind in der Schweiz also sehr gesegnet mit Atomkraftwerken. Es gibt Länder wie Italien, Österreich, die haben kein einziges, die haben das Problem nicht. Jetzt nach Fukushima, Deutschland hat klar entschieden. Wir müssten wirklich fragen, wollt ihr das noch oder wollt ihr nicht? Und da sehe ich keine Initiativen mehr, keinen gescheiten Text. Und darum finde ich, jetzt sind wir gut unterwegs und die Bevölkerung wird uns unterstützen auf dem Weg. Ist ja noch interessant, Sie sagen, die Bevölkerung würde das unterstützen. Es würde durchkommen, so eine Ausstiegsinitiative, wo man die letzte Mal darüber abgestimmt hat. 2003 war das, selbstverständlich vor Fukushima. Ich sage es gerade, hat es so ausgesehen, zum Moratorium, dass man 10 Jahre lang keine mehr bauen will, haben 58% Nein gesagt, zum Ausstieg haben sogar 66% Nein gesagt. Herr Jans, Sie sind SP-Nationalrat aus dem Kanton Basel-Stadt und regen sich gerade Champagner auf. Nein, weil es gibt, glaube ich, in etwas sind wir einig. Es gibt im Moment keine neuen AKW. In England werden die hoch subventioniert, sie werden höher subventioniert als die Sonnenenergie. Weil sie nicht mehr, sie sind inzwischen so teuer, dass sie niemand mehr bauen wollen. Finden sie keine Investoren mehr. Also das ist die Voraussetzung für die ganze Diskussion ist, es gibt keine neuen mehr. Und jetzt müssen wir einfach diskutieren, was machen wir in dieser Situation. Und die Energiestrategie ist eine Antwort darauf. Leider sagt sie nicht, wie lange die alten noch laufen. Aber sie sagt, wie wir sie schrittweise ersetzen können. Das ist die Antwort, das ist eine sinnvolle Antwort. Da hat die Bundesrätin, finde ich, einen sehr ehrlichen und guten Job gemacht. Und wenn der Herr Rösti ständig von dieser Atomkraft redet, die uns unabhängig macht, muss er trotzdem zur Kenntnis geben, es gibt keine neuen. Niemand wird sie bauen. Und das ist die Ausgangslage. Von dieser gehen wir aus. Und Erneuerbare sind eine Antwort. Die zu fördern, ist eine Antwort. Und da hilft dann der Herr Rösti wieder nicht mit. Und das ist insofern extrem inkonsequent. Und wo er auch inkonsequent ist, wenn er die ganze Zeit sagt, das ist nicht unsere Sache. Die Laufzeit der AKW. Als Politiker habe ich doch keine Verantwortung. Also das finde ich schon peinlich genug, oder? Dass ein Politiker so etwas sagen kann. Das ist nicht in meiner Verantwortung. Die Sicherheit von dem Land. Das grösste Sicherheitsproblem, das das Land hat, ist nicht die Verantwortung der Politiker. So habe ich es nicht gesehen. Herr Rösti, ganz kurz. Machen Sie schnell einen Punkt. Ich hätte gerne den Herr Rösti drin. Ich hätte gerne den Herr Rösti in der Sendung. Sie haben kein Mikrofon im Moment. Ich hätte gerne schnell den Herr Rösti. Nein, also selbstverständlich müssen wir als Politiker Rahmenbedingungen setzen und Verantwortung wahrnehmen. Ich habe vorhin den von der Opportunität gebracht. Also, das wird immer schon nicht. Herr Schirr, wir sind immer noch bei jemandem, ist auch ein Verbündeter von Ihnen, beim Herrn Gross, von der Grünen-Liberalen Partei. Nicht ganz verbündet, aber vielleicht in dieser Frage, mehr oder weniger. In dieser Frage ziemlich verbündet, gut. Ja. Herr Gross, also, guten Abend. Grünen-Liberalen Nationalrat aus dem Kanton Bern. Braucht es eine Volksabstimmung? Ja. Also es ist, glaube ich, gesehen worden, es ist die Frage, über was dass man abstimmt. Oder? Also, wenn wir jetzt über die grüne Initiative abstimmen und die angenommen wird, dann steht drin 45 Jahre, oder? Dann ist fertig. Also müssen wir einige gerade abstellen und andere wären sehr gleich weg. Und die Frage ist einfach, was wir dort damit machen. So oder so müssen wir es ja auf den Weg machen zu diesem Ausstieg. Wir haben gar keine Wahl. Und es ist ja so, dass die Energiewende ohnehin läuft. Die können wir gar nicht allein in der Schweiz beeinflussen, sondern die wird von ganz Europa, sogar von der ganzen Welt, wird die beeinflusst. Und darum finde ich das eine akademische Diskussion, ob man jetzt da, wo das Volk fragen, es ist ein referendumsfähiges Gesetz nachher, und wir werden sehen, ob jemand das Referendum ergreift. Wir werden sehen, ob die Grünen nachher, je nachdem, was wir jetzt in dem Gesetz reinschreiben, bereit sind, die Initiative zurückzuziehen, oder ob sie stehen lassen. Und vorher tue ich das nicht genau beurteilen. Zuerst müssen wir die Antwort auf die Fragen haben. Das ist für mich klar. Danke vielmals, Herr Grossen. Jetzt haben wir lange darüber geredet. Ich komme nachher noch zu Ihnen. Ich verspreche es, jetzt kommen wir zum Block mit erneuerbaren Energien. Da sind Sie mein Fachmann. Also ich glaube, wir haben über die Frage geredet. Entschuldigung, Herr Robach. Ich komme gerade wieder zu Ihnen. Wir haben über die Frage geredet vom Ausstieg. Ich verspreche Ihnen, okay. Sie kommen gerade wieder das Wort. Wir haben über die Frage vom Ausstieg geredet. Über die Frage, wann man abschalten soll, ob man verbieten soll, dass neue kommen. Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen darüber reden, wie man den Strom könnte ersetzen von den Atomkraftwerken, von den Kernkraftwerken. Schauen wir uns mal die Stromproduktion in der Schweiz an. Da ist ein sehr grosser Teil, einzigartig im internationalen Vergleich, ist Wasserkraft. 57,9%. Da hat es ein paar kleinere Kuchenstücke, Abfall, Biomasse, Wind, Sonne und andere. Aber der grosse Rest, mehr als ein Drittel, ist immer noch Kernkraft.
Wie viel ist das? Ein Drittel vom Strom. Ich zeige Ihnen das mal im Studio, veranschaulicht, wie das wirken würde. Tun wir doch mal das Licht um ein Drittel abstellen. So wird das gesehen. Können Sie noch diskutieren, Herr Schirer? Ich sehe noch gut. Aber es ist ja nicht so, dass es zu wenig Strom hat. Oder? Wir haben genug Strom, wir haben mit der Erneuerbaren, mit der Sonnenenergie. Ich habe vorhin die Warteliste angesprochen. Wir haben eigentlich, es wird im Moment, was gemacht wird, ist, dass gebremst wird mit der Erneuerbaren. Wir sind europäisch gesehen ein absolutes Schlusslicht, was der Zubau von Sonnen- und Windenergie angeht. Von dem her tun wir jetzt so, wie wenn man den grossen Sprung machen will mit der Energiestrategie. Also man könnte es ersetzen, sagen Sie. Man könnte den Drittel ersetzen mit Alternativen. Genau, man könnte es ersetzen. Man könnte schon heute, mit dem, was heute auf der Warteliste ist, könnten wir die drei ältesten Angaben, wir können das in Swissgrid zahlen, wir können das gut geben, zusammen noch nachher. Zuerst Herr Rohrbach. Ihm habe ich vorhin ein Wort gegeben. Herr Rohrbach. Ja, okay, also, der mit dem Ersatz und mit der Warteliste, der ist natürlich ziemlich zusammengekratzt. Also das, was jetzt die zwei glaubhaft machen, ist, dass das alles Sonnenenergie ist. Nein, da ist relativ viel Wasserkraft drin, ist relativ viel größere Wasserkraft drin. Und mit höherer Wahrscheinlichkeit werden die nicht kommen. Es ist nicht realistisch, dass man die alle bauen kann. Sie sagen, dass es kommt, wenn man die Energiestrategie ablehnt, ist das nicht realistisch. Aber wenn man es zustimmt, dann kommt das. Aber das ist auch nicht die Frage. Die Frage ist, können wir das zahlen? Zwei Drittel vom Strom geht in die Wirtschaft. Und wenn wir jetzt hier das Licht ein bisschen runterfahren, stört das niemand. Wollen wir es wieder rauffahren, Herr Ober? Aber wenn wir... Ja, also tun wir es wieder rauf. Sie sind noch dran, Herr Ober. Wenn wir jetzt die Energie zurückfahren, stört das niemand. Aber wenn wir in der Industrie plötzlich zwei Drittel gehen in die Industrie, wenn wir dort plötzlich die Hälfte zu wenig haben, dann stört das jemand. Und der hat das ganze grossen Einfluss. Und wir machen hier viel mehr Wirtschaftspolitik, als wir wollen. Ich komme gerade noch zu der Wirtschaft, Herr Rösti, Sie sind da. Ja, die Grafik ist zentral wichtig. Mit der Stromproduktion. Das grösste Problem, das wir haben, dass wir im Moment ein Riesengebot und Verbot und Subventionierung aufbauen von den ganz kleinen Spickeln. Und da hat jetzt der Billigstrom, der aus Deutschland kommt, hat gezeigt, was die Subventionierung bewirkt. Zu viel Strom über den Mittag, wenn die Sonne scheint, wo damit die Wasserkraft, wo der andere grosse Teil ist, in Frage stellt. Und wenn ihr heute das Werk fragt, wird die Versorgung mit Wasser, das wichtigste Potenzial ist in der Schweiz für unsere Stromversorgung, wird genau, und das ist eben, da bin ich eben schon konsequent, Herr Jans, wird genau in Frage gestellt mit einer Subventionierung, mit einer Verzerrung. Eine Subventionierung, die nicht einfach wenig ist. Wenn wir das aufrechnen, gibt es sehr viel Geld. Und die Wasserkraft, das ist nicht gelöst. Und das Problem hat sich in den letzten zwei Jahren akzentuiert. Also wir haben nicht nur weniger Kernkraft, sondern wir haben ein Problem bei den Erneuerungsinvestitionen von Wasserkraft. Und das ist nicht gelöst. Und darum bin ich der Meinung, kann man die Strategie zurückweisen. Weil im Moment gebe ich recht, aufgrund der Preissituation, ich bin immer noch bei der Frage, ob man könnte den Drittel, den wir heute noch in Atomstrom haben, Herr Grund, ich komme auch gerade wieder zu Ihnen. Heute ist also ziemlich angeregte Stimmung, muss ich sagen. Alle wollen das Wort. Ganz ungewohnt für die Arena. Ich bin immer noch bei der Frage, ob man den Drittel, guten Drittel von Atomstrom, von Kernenergiestrom, könnte ersetzen. Herr Büchel, Sie sind der Vizedirektor vom Bundesamt für Energie. Da haben verschiedene Leute gesagt, Sie seien Experten oder seien keine Experten, Sie sind dabei. Ja, also ich führe vor allem Experten. Meine Aufgabe ist auch, Details zu führen. Und ich habe sehr viele Experten bei mir im Amt. Aber die wissen dann ein bisschen mehr noch als ich weiß. Das gehört, glaube ich, ganz normal so, oder? Kann man so setzen? Ja, man kann es schon ersetzen. Aber es ist erstens eine Frage vom Preis und zweitens eine Frage von der Zeit. Ganz eindeutig. Jetzt muss ich aber gleich noch ein bisschen ausholen, oder? Wenn man das Gesamtkonzept anschaut. Wir sagen ja, wir reden immer von einer Energiestrategie 2050. Das ist das Wort Energie drin, oder? Es geht um die gesamte Energiepolitik vom Bund, die wir für die Zukunft neu ausrichten müssen. Und wir haben, das ist auch gesagt worden, wir haben ein paar grosse Probleme auf den Energiemärkten, die wir nicht selber steuern. Zum Beispiel das mit der Wasserkraft, das ist von der ausländischen Preis, von der Subventionierung im Ausland, nicht nur von der Erneuerbau, auch von Kohle zum Beispiel abhängig. Wir haben das Problem ob bei den Gaspreisen, die bei uns hochgehen, in Amerika. Erklären Sie schnell, was meinen Sie das Problem mit der Wasserkraft? Wir haben einfach auf die internationalen Preise beim Strom sind massiv oben abgegangen, weil wir Subventionierung haben, in Deutschland vor allem, vom Strom, also bei den Erneuerbaren, aber auch bei der Kohle zum Beispiel, haben wir eine größere Subventionierung. Und das heisst, dass sich die Schweizer Wasserkraft fast nicht mehr lohnt? Das heisst einfach, dass die Preise runtergehen, weil die sozusagen im Markt hineingedruckt wird und dann haben sie tiefe Marktpreise und die in einem offenen Markt, die drängen auch in die Schweiz und dann haben wir Gestehungskosten in der Schweiz, die
höher sind als die internationalen Marktpreise. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Was heisst das für uns? Für uns heisst es doch, wir müssen eine Strategie haben, wie wir mit dem umgehen. Und da möchte ich auch noch mal schnell einen Link zur Abstimmung, zur Volksabstimmung machen. Sie können schon eine Volksabstimmung durchführen und über das, was Politiker definieren, im Zusammenhang mit Kernenergie oder was auch immer sei. Nur, die internationale Politik können Sie mit der Volksabstimmung nicht beeinflussen. Das heisst, das, was passiert international, was unsere Energiepolitik durcheinander bringt, das wird genau gleich weiter passieren, ob Sie eine Volksabstimmung machen oder nicht. Das heisst, Sie brauchen so oder so eine neue Energiepolitik. Und ein Teil davon ist nur im Strombereich. Wir haben aber noch einen Haufen andere Fragen. Wie ersetzen wir das? Es gibt aber auch noch Fragen dazu. Wie tun wir denn das Netz ausrichten? Wie sehen Netz? Danke, Herr Böchler. Ich glaube, diese Fragen tun wir das nächste Mal diskutieren. Moment, wenn Sie beim Strom bleiben. Ich will noch beim Strom bleiben, ja. Wir haben jetzt gesagt, Kernenergie die wird nicht neu gebaut. Ich glaube, Konsens war da. Ja, jetzt gibt es einfach nur die Frage, wenn wir probieren, die zu ersetzen, oder warten wir einfach mal ab und dann gibt es keinen Zubau. Das sind die Alternativen. Und wenn man abwartet, dann müssen wir einfach mehr importieren. Das heisst, wir sind auch mehr abhängig vom Ausland. Und das wäre Ihr Szenario, Herr Rösti. Sie werden niemand finden, der Ihnen ein Kernkraftwerk baut. Das heisst, der Teil wird Ihnen einfach wegfallen. Die Frage ist, probieren Sie das jetzt zu ersetzen oder warten Sie einfach ab? Das ist eine ganz einfache Frage. Danke vielmals, Herr Büchel. Ich möchte eine Frage aufnehmen, Herr Rösti. Sie kommen auch wieder dran, wo der Herr Büchel angesprochen hat. Herr Büchel hat gesagt, ja, man könnte den Ausstieg machen, man könnte das ersetzen mit alternativen Energien, aber es ist auch eine Frage vom Geld. Und da reden wir von den Subventionen. All die alternativen Energien sind im Moment sehr stark subventioniert. Ich glaube, die würden ja noch mehr subventioniert werden mit dieser neuen Strategie. Man muss mal sagen, wir haben einen absolut verzerrten Markt. Der Staat übernimmt die Versicherung der AKWs. Wenn die AKWs selber ihre Versicherung müssten zahlen, die würden sie sofort abstellen, weil es keine private Versicherung gibt, die das macht. Das ist also eine indirekte Subventionierung? Das ist eine Subventionierung. Man hat bei der Kohle, bei der fossilen Subventionierung. Wenn man diese Subventionen wegnehmen würde, müsste man die Erneuerbaren nicht mehr unterstützen. Und von dem her ist das eigentlich nur ein Ausgleich, weil die anderen unterstützt werden. Und wenn man das natürlich nicht macht, und das ist gesagt worden, dann produzieren wir nicht mehr zusätzlich in der Schweiz und dann sind wir mehr abhängig vom Ausland. Über die Subventionen der Alternativen möchte ich jetzt gerne mit Ihnen zusammenreden. Oder da wird ja Windkraft zum Beispiel, wir haben ein paar Bilder vorbereitet, wird stark unterstützt. Sie wissen, wie das aussieht. Die einen Leute stören sich daran, den anderen gefällt es. Solar wird unterstützt, kleine Wasserkraftwerke werden relativ stark unterstützt. Herr Rösti, das sehen Sie wahrscheinlich kritisch. Ja, das sehe ich kritisch. Also, ich habe nichts gegen ein Windkraftwerk. Aber wir wissen, dass in der Strategie braucht es etwa 1000 oder über 1000 so Turbinen. Jetzt stellt euch mal vor, schaut das Bild an. Das wäre ja wäre auf 600 Kilometer eine Reihe voll Turbinen in der Schweiz. Und da wird ja schon rein vom Landschaftsschutz her. Ist ein riesen Konflikt. Und darum der Landschaftsschutz. Nein, ja. Plötzlich der größte der Landschaftsschutz. Lass es auch ausreden. Als Tourismusvertreter aus dem Oberland bin ich, möchte ich auch nicht gerade, dass man 200 so Turbinen ausgeben. Vor allem, und das ist wichtig, ihr müsst übrigens nicht lachen, weil es geht hier um eine sehr ordnungspolitisch ernsthafte Geschichte. Die Schweiz zeichnet, jetzt werde ich ein grundsätzlicher, wenn Sie so lachen, oder? Die Schweiz zeichnet sich aus der liberalen Marktordnung. Ja. Und ist darum von den grössten Wohlständen, weil man sich am Markt aussetzt, erreicht. Und hier tun wir in einem Marktbereich von Fahrzeugen, von Gebäuden, Vorschriften und Gebote einführen, wo uns am Schluss schwächt. Und das ist genau mit Subventionierung. Und wir subventionieren hier Sachen, wo weniger Stromproduktion, Leistung kann man schon, weil es fest weniger gibt, eine grosse Leistung. Aber über das Jahr gibt es eine sehr kleine Produktion für viele Subventionen, während wir gleichzeitig beim Wasserkraft, wo wir vorhin gesehen haben, ein Problem haben. Und darum ist die Alternative, ich habe nichts gegen die Alternative, dass die einen Beitrag leisten können. Aber so massiv, wie man es jetzt subventionieren. Also wenn wir von einem Strompreis von irgendwo 5 bis 8 Rappen pro Kilowattstunde gehen und jetzt da 20 Rappen müssen drauf tun, dann ist das eine massive, in Prozent, eine massive Subventionierung von der alternativen Energie. Wenn wir die 2,3 Rappen pro Kilowatt, die vorgesehen sind im Gesetz, umrechnen auf einen Haushalt, gehen wir nicht zu weit. Ja, aber das ist, interessiert ja die Leute. Dann gibt das irgendwo 600 bis 1000 Franken, die am Schluss der Haus drehen. Sie sagen, also gut, ich kann nicht Herr Rösti, Entschuldigung, meine Herren, Entschuldigung alle zusammen, der Punkt möchte ich schnell klären. Nein, ich möchte das schnell klären mit dem Herrn Büchel. Entschuldigung, Herr Rösti. Das ist sicher etwas, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Sie haben gesagt, 600
bis 1000 Franken mehr Belastung pro Haushalt, Herr Büchel. Also ein Haushalt im Durchschnitt hat etwa einen Verbrauch von 4 Megawattstunden. Das ist etwa der Durchschnitt. Ich habe sogar weniger als 3, aber das hängt auch vom Heizsystem ab. Und das heisst, am Schluss, wenn Sie das etwa hochrechnen, dass Sie jetzt eine Einspeisevergütung von 1,1 Watt bezahlen, das Maximum wäre bis jetzt 1,5. Mit der Energiestrategie geht das noch auf 2,3 Rappen hoch. Dann kommen wir auf 80 Franken bei dem Verbrauch, Stromverbrauch, den heute ein durchschnittlicher Haushalt hat. Also 80 Franken, sagen Sie, wir können es nicht im Detail. Darf ich ganz kurz mir rechnen? Wenn Sie es ganz kurz machen. Ganz kurz, ganz kurz. Relativ einfach. Wir haben 60 Milliarden Kilowattstunden. Die Leute, die es hören, können das nachrechnen. Mal 2,3 Rappen. Das gibt 1,4 Milliarden. Das ist ja so. Und jetzt tut ihr das durch 8 Millionen Haushalte. Ja, weil sie zahlen natürlich auch, wenn ein KMU zahlt ja das auch. Und dann zahlt man es letztlich im Produktpreis. Ich sage einfach Gesamtkosten, umgerechnet. Und das ist wahrscheinlich Herr Rösti, nicht ganz ist etwas, so was wir nicht erschöpfend klären können. Ich gebe noch mal ganz kurz Wort da und dann lassen wir bitte das Thema. Ganz kurz. Ja, es gibt natürlich einen gewissen indirekten Teil, das ist schon wichtig. Aber der Haushalt, der wird das direkt spüren. Und Sie wissen ganz genau auch... Das andere ist in den Preisen. Das andere zahlt über Produktpreise. Jetzt lassen Sie es auch ausreden. Jetzt zweimal. Ja, das andere ist in den Preisen, aber die Industrie kommt einen Teil auch rückerstattet über. Also das heisst, die grosse Industrie, die grossen Verbraucher, die können das rückerstattet über. Dort sehen Sie es nicht in den Preisen rein. Und Sie sind ja auch ein Verfechter dafür, dass wir einen internationalen Handel haben. Und das wird sich nicht in den Preisen niederschlagen in der Schweiz, dass die Schweizer Produkte plötzlich so viel teurer sind und die ausländischen Produkte nicht. Das wird sich ausgleichen. Gut, jetzt haben wir uns, danke vielmals, jetzt haben wir uns wirklich weit in den Details verkochen. Ich möchte noch mal zurück zu der grossen Frage von den Subventionen. Herr Holo, finden Sie das sinnvoll, in welchem grossen Maß, massiv heisst von da, alternative Energien heute subventioniert werden? Im Prinzip ja, weil man die sehr lange vernachlässigt hat. Und weil letztlich die ganze Atomtechnologie jahrzehntelang bevorzugt worden ist. Grundsätzlich finde ich, es wird jetzt immer von dem Strombedarf geredet, wie von einer absoluten Selbstverständlichkeit, von einer Notwendigkeit. Ihr habt vom Wohlstand geredet. Wir haben einen unglaublichen Wohlstand verglichen mit der Welt. Der Schweizer verbraucht mindestens 12-mal mehr Energie als jemand in Indien zum Beispiel. Und das nehmen wir als selbstverständlich ein. Und wir sollten lernen, dass der Strom ein Luxusprodukt ist. Nicht etwas selbstverständlich. Jetzt spielen Sie aufs Sparen an, da kommen wir gerade noch dazu. Ich hätte gerne Herrn Rohrbach noch mal in der Diskussion drin. Und zwar die Subventionierung. Es ist ja nicht nur so, dass man das Geld verteilen kann an Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, sondern man muss das Geld irgendwo herholen. Das wird draufgeschlagen auf den Strom, den man zahlt. Was sind aus Ihrer Sicht Konsequenzen für die Wirtschaft, wenn man jetzt das noch mehr steigern würde? Ja, aber es wird gerne verharmlost. Oder man nimmt den vierköpfigen Haushalt und schaut, was der zahlt, direkt auf der Stromrechnung. Oder man kann rechnen, wie der Herr Rösti rechnet. Wir rechnen ab, wie viel es pro Kopf in der Schweiz das ausmacht, wie viel es dann irgendwo auf den Preisen landet etc. Und dann macht es eben, weil zwei Drittel in die Wirtschaft gehen vom Strom, macht es etwa noch zweimal so viel wie der Haushalt zahlt, macht es noch aus. Dort landen wir am Schluss. Aber letztlich finde ich noch spannend in der ganzen Diskussion, wir sind ja in ganz Europa eigentlich einig. Wir wissen in Europa, der Herr Büchel hat schon angesprochen, die Musik spielt weder in Europa noch in der Schweiz, sondern die ganz globalen Entwicklungen passieren weltweit. Und dort drin müssen wir uns irgendwo bewegen. Wir sind uns einig, dass wir in Europa probieren, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Wir sind uns einig, dass man das wahrscheinlich mit mehr Effizienz herbringt. Wir sind uns einig, dass man das möglichst mit einheimischer und erneuerbarer Energie machen muss. Bis dort geht es noch auf. Und jetzt kommt die Frage, was können wir uns leisten? Und nicht einfach, weil es uns wohl ist oder wegen dem Wohlstand, sondern die Frage ist, zwei Drittel, das stimmt für ganz Europa, geht die Wirtschaft. Was kann sich die Wirtschaft leisten, die sich gegen Märkte in Asien, gegen Märkte in den USA, die sehr, sehr tiefe Energiekosten haben, müssen behaupten. Und um das, und dort geht die Diskussion darum. Und wenn man das Fuder überlässt und jetzt die Energiestrategie überlässt, dann wird die Wirtschaft Schwierigkeiten haben. Konkurrenz. Sie sagen, die Wirtschaft, das ist die einzige Frage, die zu lösen ist. Sie sagen, die Wirtschaft hat Schwierigkeiten mit dieser Energiestrategie 2050. Herr Grunder, Sie sind ja nicht nur Nationalrat, wobei ich finde, nicht. Sie sind auch Unternehmer. Sie haben ein Ingenieurbüro, glaube ich. Zu Hauptsache sogar, sagen Sie.
Was würde das bedeuten für die Wirtschaft, als Unternehmer gesprochen? Also, ich glaube, es ist ganz klar, dass die Energie wird teuer, das schlägt kein Geiss weg. Also das gibt Probleme? Nein, das gibt nicht Probleme. Wir haben die Grossverbraucher, die eben dort das stark einschenken. Dort haben wir eine Rückerstattung. Das Problem haben wir übrigens schon gelöst, etwa vor einem Jahr. Das müssen wir vielleicht schnell erklären. Das heisst, dass das Industriezweige, die ganz viel Strom brauchen, ja, kommen wieder ein bisschen Geld zurück. Prozentsatz von ihrem Umsatz die Energie ausmacht. Was ist das zum Beispiel Metallindustrie? Ja, eben, das sind genau solche Unternehmungen, die werden dort entlastet. Es gibt Rückerstattung. Also das haben wir eigentlich sehr ein gutes Modell. Und bei den anderen bin ich natürlich ganz klar, ist das verkraftbar. Schaut mal, wo unsere Vorfahren die grossen Wasserkraftwerke gebaut haben, wenn die dann so argumentiert haben, ich muss es zum Teil sagen, wie da innen, also ein als Holzklötz, einfach rückwärts gerichtet, keine Innovation bereit ist zu machen, dann können wir die Schweiz zusammenpacken. Das ist eine riesige Chance, von dem redet ja niemand. Wir machen Wertschöpfung, ganz eine massive Wertschöpfung mit dieser Energiestrategie. Ja. Der Herr Rösti, der will nicht eintreten, der will nichts machen. Auf der anderen Seite hat er vorhin bei dieser Grafik sich beklagt, jämmerlich, wegen der Wasserkraft, die rentiere ich nicht mehr. Er vergisst oder tut es ausblenden, ist ein intelligenter Mann, dass in der Energiestrategie Grosswasserkraft bei 40% gefördert werden soll, damit, und das hat man gerechnet, auch vom Bundesamt, können 2/3 von diesen Projekten realisiert werden. Mit diesen 2/3 tun wir genau das Ziel erreichen, das die Energiestrategie vorsieht. Herr Rösti, wo ist das Problem? Macht mal konstruktiv mit. Herr Rösti, Sie sind angesprochen. Sie haben das Wort. Also, der Herr Grundre weiß ganz genau, was meine Position war in der Kommission. Sie ist sie denn nicht mit? Sie ist nach wie vor. Also, bitte, tut mich ein bisschen. Sie dürfen reagieren. Nach wie vor haben wir gesehen, grundsätzlich ist es falsch, mit dermassen Subventionen den Markt noch mehr zu verzehren. Das schadet nämlich, und das bestätigen wir übrigens Kraftwerksbetreiber, das verzehrt den Markt mehr und schadet langfristig der Wasserkraft auch noch mehr. Aber wir haben gesehen, das ist richtig, wenn, und das sieht ja so aus, die Subventionen Mehrheit finden, im Parlament, dann ist es lieber, mit der Verteilung mitzureden und dann für die Wasserkraft. Und noch zwei Sätze, wegen rückwärtsgerichtet und so. Gestern ist eine Studie von Herrn Silvio Borner, emeritierter Professor, Uni Basel. Herr Bernd Schips hat nichts zu tun mit meiner Partei, früherigen KOF-Vorsteher an ETH Zürich. Was sagt die Studie? Die sagen, die ganze Wende kostet 100 Milliarden Franken. Und wenn man das anrechnet, pro Haushalt, sind wir wieder auf diesen 1200. Und da ist die Frage, ob man will, so viel höhere Kosten für am Schluss weniger versorgen. Da hätte ich eine Reaktion von Herrn Schiro. Letztendlich kann man alles herrechnen. Vorgestern hat er eine Medienmitteilung herausgelassen, die er gesagt hat, wie es aussehen würde, wenn man es ersetzt mit Solarstrom. Dann hat er gerechnet mit Anlagen, die 20 Quadratmeter sind. Und er hat gesagt, es braucht 8 Millionen von diesen Anlagen. Das ist eurer Medienmitteilung gestanden. Einfach nur, um zu sagen, was man für Annahmen hat. Richtige Anlagen sind, was gebaut wurde, 16 Mal grösser und was man in Zukunft baut, 30 Mal grösser. Also man kann alles herrechnen, wenn man einfach bei den Annahmen ein bisschen bescheisst. Aber was man nicht bescheissen kann, das sage ich jetzt als Ingenieur, was man nicht bescheissen kann, ist Physik. Ja. Physik kann man nicht bescheissen und wir wissen, dass vor Verteilung Wind und Sonne, die ist, wenn es windet und wenn die Sonne Energie scheint, wenn die Sonne scheint, gibt es Strom und wir können es nicht speichern. Also und solange dass wir die Speichermöglichkeiten nicht haben, haben wir genau die Situation, dass wir deutlich mehr werden müssen importieren. Danke vielmals, Sie sind gerade zu Wort gekommen. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der Ihnen vielleicht sogar gefällt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt zufrieden sind. Es ist vorhin schon angesprochen worden, dass ja die alternativen Energien zum Teil auch etwas bedeuten für die Landschaft. Wir haben als Beispiel ein Kraftwerk, das geplant ist, von dem Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich am Wallensee. Da hat es Widerstand gegeben, auch von grüner Seite, auch von umweltschützerischer Seite. Herr Hohler, würden Sie das wollen? Es ist die Frage, wie viel Strom das wir brauchen wollen. Das ist wieder die Frage, die ich vorhin angesprochen habe. Jetzt fangen Sie auch noch an mit dem Nicht-Beantworten der Frage. Nein. Sie sind ja gar kein Politiker. Warte, ich glaube, ich bin der, der am wenigsten geredet hat bis jetzt, wenn ich so schaue, was die anderen gesagt haben. Und das hat ein Dilemma zur Folge. Um das Dilemma können wir nicht um. Wie viel opfern wir? Wenn Sie dort hinten am Walensee sind, dann ist die ganz grosse Landschaftsbeeinträchtigung ist die Autobahn von der anderen Seite. Die ganze Seite Wallensee, Quinte, leidet unter einem dauernden Autobahnverkehr. Die Autobahn ist eine der ganz grossen Landschaftsvernichter in der Schweiz.
Dass sie die paar Turbinen sind nicht viel dagegen. Also Sie wären nicht gegen Turbinen? Oder gegen das Sonnenkraftwerk? Ich will auch nicht, dass Eiger, Mönch und Jungfrau auf dem ganzen Grat voll Turbinen sind. Oh, jetzt noch ja. Wobei, das finde ich schon eine spezielle Argumentation, weil die anderen auch tun, können wir auch machen in der Landschaft, was wir wollen. Wir werden nicht auf das Projekt gehen, aber das ist keine Grundlage. Oder? Weil ich habe relativ lange Erfahrung, ich bin nicht ganz so lange dabei wie dir, aber fast so lange dabei. Und ich habe relativ lange Erfahrung auch im Bau von alternativen Energieanlagen. Ich glaube, wir haben sehr viel investiert, als ich operativ tätig war. Und wenn man schaut, wie gross die Widerstände sind und wie die Realpolitik aussieht, mit den Wartelisten, die es irgendwo gibt und was nachher umgesetzt werden kann, gerade Entschuldigung, Herr Schiro, die von euch häufig bestritten wird, das ist einfach das Umsetzen von diesen Vorgaben, die jetzt bestehen, oder von diesen Richtwerten, die jetzt bestehen, wird sehr, sehr schwierig. So umsetzen wird es sehr schwierig. Sicher teurer sein. Und sicher teurer. Ich möchte gerne zwei weitere Stimmen dazu nehmen, die, glaube ich, zu genau diesem Punkt etwas zu sagen haben. Frau Ricklin zum Beispiel, Sie sind ja nicht nur CVP-Nationalrätin, sondern auch bei Pro Natura. Was haben Sie das Gefühl? Ist das nicht ein Dilemma, dass manchmal sogar aus naturschützerischen Reihen Widerstand kommt gegen alternative Energie? Das ist sicher so. Ich bin auch 12 Jahre Präsidentin der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Und das war genau unsere Aufgabe. Ein Interessenab- also wir haben unsere Gutachten gemacht, aber nachher braucht es eine Interessenabwägung. Und das muss man fair machen bei allen Projekten. Ob das wirklich der Aufwand sich lohnt, ob es den nationalen Interessen entsprechend gross ist. Es gibt Projekte, die sich sehr gut in die Landschaft einpassen und wo man gut bauen kann. Was das ist das kenne ich jetzt nicht nachher, aber da habe ich jetzt auch ein bisschen Mühe. Muss ich jetzt ehrlich sagen? Wäre es nicht so ästhetisch? Aber ich weiss, am Grimslob, ich kenne die Projekte sehr gut, da wären wir parat zum Ausbauen. Und da macht man es jetzt aus Rentabilitätsgründen nicht. Also, wir haben Projekte, gute Projekte, machen wir doch die, die in die Landschaft reinpassen und tun nicht ein paar Fonds, ich weiß nicht, auch in der Stadt, die schönsten Kunstdenkmäler mit Solarzellen einfach bestücken. Gut, vielen Dank. Ich möchte gerade noch mal so eine Stimme dazu nehmen, und zwar der Herr Grossen. Nein, jetzt habe ich den falschen Namen verwünscht. Entschuldigung, der Herr Jans. Zu Ihnen, Herr Grossen, komme ich aber auch gerade noch. Es ist ein Versprechen, in 2 Minuten bin ich Ihnen. Ausser Sie machen länger, Herr Jans. Sie sind beim Landschaftsschutz Schweiz dabei. Würden Sie diesen Kompromiss eingehen? Auf jeden Fall. Der Weg, den die Schweiz einschlägt, und das wird mit dieser Energiestrategie von mir aus gesehen bestätigt, ist, dass man nicht einfach alles über den Haufen wirft. Das ist auch nicht nötig. Theoretisch, ich sage es jetzt nochmal, theoretisch hätten wir auf unseren Dächern genug Platz, um alle Atomkraftwerke zu ersetzen mit Photovoltaik. Dann kann man aber auch noch Windkraftwerke, dann kann man auch noch Wasserkraftwerke bauen. Und das ist sinnvoll, aber da soll man zuerst das Objekt anschauen, man soll gut planen. Und da sind wir unterwegs. Die Kantone machen jetzt die Aufgaben, die es dazu braucht. Sie sind nämlich dran, auszuscheiden, das sind Gebiete, die wir für so Energieprojekte nutzen. Und dort tun wir es wirklich auch, weil es schöne Landschaften sind oder weil es die Natur wirklich beeinträchtigt. Dort lassen wir sie weg. So soll man vorgehen. Man muss nicht stürmen. Und es gibt hier nicht schwarz oder weiß. Und da gibt es die Abwägungen. Also nicht schwarz oder weiß, ich möchte Herrn Grossen noch dazu nehmen. Entschuldigung. Ich glaube, so finden wir die Lösung. So würde man die Lösung finden, Herr Grossen. Jetzt habe ich die Frage parat, die ich Ihnen stellen wollte. Und zwar arbeiten Sie ja in einem Unternehmen, wo eben so Solaranlagen zum Teil, glaube ich, installiert. Was haben Sie das Gefühl, wären so Sachen ästhetisch umzusetzen? Also zuerst möchte ich schnell korrigieren, wir installieren nicht installieren. Ich habe eine Planungsfirma mit 30 Leuten in Frutigen. So ist und, wir planen ab und zu auch Photovoltaikanlagen planen. Aber okay. Insbesondere sind es Elektrizitätsgeschichte, Gebäude. Dann fragen Sie allgemein, würden Sie für das sein? Ich wäre für das, ja, weil ob jetzt da gesprengte Fels man sieht oder ob das mit Photovoltaik bestückt ist, das denke ich mir jetzt kein grosser Unterschied. Aber ich bin natürlich sehr dafür, dass, oder Herr Janssen sieht, dass man muss abwägen. Es ist jetzt auch im Übrigen so, dass mit der Energiestrategie ja der Natur- und Heimatschutz gleich hoch gewichtet soll werden wie das Interesse an der Erzeugung von erneuerbarer Energie. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte, dass man das so kann gleichsetzen kann. Und dann gibt das dann auch in jedem Fall eigentlich eine gute Güterabwägung. Oder vorher war es ein bisschen einseitig aus meiner Sicht, ein bisschen pro Natur- und Heimatschutz. Und jetzt gibt es dort eine Angleichung. Das begrüsse ich sehr. Begrüssen. Und wenn ich schon das Wort habe, wollte ich gleich noch etwas sagen. Ich habe mich vorhin sehr geärgert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Eben aber Herr Rösti, der wirklich tatsächlich mit seiner Haltung und auch ab der FDP, die ist da einfach so komplett auf der Bremse. Jetzt will sie nicht einmal in die Energiestrategie eintreten oder will die zurückweisen. Das finde ich eine völlig unverantwortliche Politik, weil die Energiewende ist so oder so im Gang.
Wir können, ich habe es vorhin schon gesehen, wir können die ja nicht zurückdrehen. Jetzt können wir einfach auf die Bremse stehen und nichts machen und warten. Dann werden wir ganz sicher von außen beeinflusst und noch abhängiger. Ich möchte einfach sagen, wir sind zu 80% vom Ausland abhängig, was die Energieversorgung heute betrifft. Nicht vom Strom, aber von der Gesamtenergieversorgung. Und beim Strom, der ganze Uran für die Atomkraft, das ist auch alles zusammen vom Ausland. Das ist etwas, was wir hier in der Schweiz nicht abbauen können. Wir tun immer so, wie wir das selber im Griff haben. Ist nicht der Fall. Und zu guter Letzt muss ich einfach sagen, wird die ganze Frage am Schluss über die Energieeffizienz entschieden. Und dort haben wir ja Konsens, dass wir dort ansetzen müssen. Darum ist eure Fragestellung von der Abfolge her eigentlich ein bisschen falsch. Weil zuerst tut man mal entscheiden, weniger Strom zu brauchen. Und wenn man dann nachher wenig Strom braucht, kann man dann noch entscheiden, wie produzieren wir denn wenig Strom noch. Sie finden die Abfolge falsch, das nehme ich zur Kenntnis. Trotzdem danke, weil Sie geben mir gerade Stichwort für das dritte Thema, das ich mit Ihnen zusammen möchte diskutieren. Ich habe schon angekündigt, genau die Effizienz, die Herr Grossen gerade angesprochen hat. Herr Hohler, was haben Sie das Gefühl, könnte man den Strom, wenn man ihn nicht mehr hat, weil man das Atomkraftwerk abschalten würde, könnte man den auch einfach einsparen? Ich habe einfach das Gefühl, es werde viel zu wenig Gewicht gelegt auf das Einsparen des Stroms. Ich habe letztens gelesen, dass zum Beispiel alle Standby-Funktionen, die am Laufen sind, jeden Tag die Stromerzeugung von einem Flusskraftwerk brauchen. Dass man so das Gerät nicht ganz abschaltet? Dass man das Gerät nicht, sondern auf Standby lässt. Lauter solche Geschichten. Oder? Da habe ich das Gefühl, wenn man einerseits wenn man mehr informieren würde, wenn man mehr würde, geht an die Jungen, lasst euch das Zeug nicht auf dem Standby. Schaut das Zeug ab, wenn ihr es nicht braucht. Nicht, dass immer das rote Lämpchen leuchtet und denkt, schonen wir so wieder ein bisschen unsere Energieversorgung und damit eben auch die Umwelt. Oder? Und andererseits, aber das wird ja jetzt auch debattiert in dieser Energiestrategie, eben die Effizienz, also von den Geräten. Da denke ich, da ist noch ein riesiges Potenzial vorhanden. Und da finde ich, da wäre ich für durchaus rigorosere Massnahmen. Bei dieser Effizienz, Herr Rohrbach, das ist etwas, was ich mich schon gefragt habe, wenn ich irgendwie ins Elektrofachgeschäft gehe und sehe in die Kühlschränke. Da gibt es solche, die ein rotes Rating haben und andere haben ein grünes Rating. Und ich kann dann auswählen, welche das ich nehme. Wieso tut man eigentlich nicht nur noch grüne verkaufen? Das ist eine Frage für eine liberale Wirtschaft. Also dann müsst ihr jetzt auch Deutschland fahren, also ohne dass ihr die Reklame machen für eine Marke, müsst ihr auch Deutschland fahren. Ist okay. Warum kann man noch andere Autos kaufen? Tesla ist okay, ja. Gut. Es ist gesagt worden, ich muss es schnell erklären, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer den Witz verstehen. Der Herr Grunder, der hier in der Runde steht, von der BDP fährt einen Tesla. Hat es noch andere, die Elektroauto fahren in der Runde? Ja, selbstverständlich. Sie fahren auch, Herr Rohrbach? Darum der Witz. Sie sind aber dran, Herr Rohrbach. Darum hat er nicht gemacht. Sie sind dran. Nein, Sie fahren gar keins. Bei der Effizienz. Noch weniger Energie. Genau, nein. Bei der Effizienz ist aber richtig. Ich meine, das, was ihr angesprochen habt, dass einer der wichtigsten Wege ist gerechte Deklaration. Und dort auch schärfere Vorschriften. Das finde ich einen guten Ansatz. Einen sehr guten Ansatz. Auf der anderen Seite ist ja die Frage, wer ist verantwortlich für die Effizienz. Und dass sie möglichst die, was sie brauchen, eben, dass man das bewusst macht, wie ihr sagt. Realpolitisch ist es einfach etwas anders. Es ist wirklich so, dass wenn man die Standby-Funktion weg hat, dass wenn die Geräte nicht mehr Standby sind und die automatisch zurückfahren, das machen heute sehr viel. In der Realität werden die ersetzt durch neue Anwendungen. Also das Geld, das man einspart, das gibt man aus für das neue Handy. Das ist nicht die Realität, oder? Und es ist immer ein Gleichgewicht oder ein Kompensieren von dem, was man einspart. Es werden pro Anwendung werden sehr, sehr viele Einsparungen gemacht. Und es gibt immer mehr Anwendungen. Das ist das Problem, das wir haben. Oder? Herr Hohler, noch mal kurz den Kühlschrank. Das ist etwas, das vielleicht die Leute hier auch betrifft. Müssen wir das einschränken? Müssen wir da Vorschriften machen? Also, wir könnten auch zum Beispiel jetzt, wenn Sie morgen einkaufen gehen und kommen mit Ihren Milchprodukt heim, mit dem Zeug, statt dass sie sich in den Kühlschrank stellen sie es zuerst auf den Fenstersims und lassen die Mutter Natur abkühlen, bis es auf den 5-6 Grad ist, die man jetzt hat. Und dann stellen sie es rein, dann muss der Kühlschrank überhaupt keine zusätzliche Arbeit leisten. Ich meine, solche Möglichkeiten gibt es viel. Sie können auch den Lift verweigern, das ist auch gut für die Zirkulation. Haben Sie das Gefühl, sei nötig? Sie? Ja. Nein, wenn ich Ihre schlanke Figur anschaue, denke ich... Keine persönliche. Nein. Der Lift verweigert. Sie gehen viel Steigen auf und ab. Ja. Sie haben kein Mikrofon, ich komme schnell zu Ihnen. Ich mache es nur schnell richtig schnell. Bei den Kühlschränken, Bundesamt für Energie, noch mal kurz zum Sagen, Vizedirektor sind Sie. Jawohl.
das, was ich feststelle im Laden, das stimmt schon. Es gibt die Grünen und die Roten und es gibt eine Kategorisierung. Aber die untersten, die werden immer wieder verboten. Die dürfen wir nicht mehr im Verkehr bringen. Da gibt es eine Regelung, die man im Parlament gemacht hat. Es ist nicht so, dass die schlechten Kühlschränke, dass sie irgendeinen, sage ich jetzt mal, Dreckskühlschrank in Betrieb nehmen können. Die sind verboten und das haben wir bei verschiedenen Geräten. Das ist eine Regelung, die wir seit ein paar Jahren haben und die gut funktioniert. Und übrigens auch einfach aus liberaler Sicht nicht dazu führt, dass das Angebot eingeschränkt ist. Sie können immer noch zwischen vielen Kühlschränken auswechseln. Das haben sie bei vielen anderen Geräten auch. Danke für mal. Genau die liberale Sicht möchte ich noch mal kurz anstellen. Herr Schilliger, ansprechen. Herr Schilliger, guten Abend noch mal. Die Frage, sollte man noch mehr regulieren? Sollte man noch nicht nur die ganz dreckigen, sondern auch die halbdreckigen Kühlschränke, wenn man so sagen, verbieten? Ich möchte eigentlich nicht den Fokus auf die Kühlschränke legen. Aber ich? Nur ganz kurz zumindest. Die ersetzen sowieso nach 10, 15 Jahren sind alle Geräte ersetzen noch. Das sind nur noch die vom Markt, die vorher deklariert worden sind. Das, okay. Der Prozess läuft automatisch. Unser Hauptproblem, wenn wir von Effizienzfragen sind und wenn wir Gesamtenergieverbrauch in der Schweiz diskutieren, sind Gebäude. Etwa 45% von Gesamtenergiemenge, also das sind etwa 4,5 Mal so viel wie alle Kernkraftwerke. Das sind wir jetzt aber nicht beim Strom. Das ist eine Gesamtenergiebetrachtung. Es ist falsch, wenn man von Strom vertritt. Man muss Gesamtenergiebetrachtung ins Zentrum stellen. Und die Gebäude haben das Potenzial problemlos von 30-40% sparen. Und die Frage ist ja nicht, über die Subventionspolitik hinein das hineinzubringen, sondern über Anreizpolitik, steuerliche Abzüge. Und ich kann euch eins versprechen, wenn der Bauherr, der eine Investition in den Energiebereich von der Steuer abzieht, investiert es dort, wo es die grösste Wirkung hat. Und das ist eben eine andere Perspektive, als wenn man punktuell über Subventionen von Sachen, Einzelteile subventionieren. Und das ist das, was uns stört. Wir sind ganz klar für eine Effizienzverbesserung, da steht die FDP voll dahinter, aber wir sind gegen eine Subventionspolitik. Gut, danke vielmals, Herr Schilliger. Ich bin immer noch bei dem Punkt, von, soll man mehr Druck machen vom Staat her oder soll man Anreiz schaffen? Wie sehen Sie das, Herr Schilliger? Ja, wir haben jetzt vorhin von den Kosten geredet für den Haushalt von der Energiewende. Die Energieeffizienz ist jetzt eben der Punkt, wo man wirklich auch viel einsparen kann. Weil es gibt ganz grosse Potenzial, Effizienzpotenzial im Strom, aber auch in der Wärme, wo nachher die Haushalte wirklich Geld sparen. Wir geben, die Schweiz gibt immer noch 20 Milliarden im Jahr aus zum Erdöl einkaufen. Hier hat man ein riesen Potenzial. Und da geht es natürlich darum, ich habe gesagt, Anreiz, das braucht es. Ich bin froh, wenn man das unterstützt im Parlament, dass es eigentlich darum geht, dass es so ein Geschäftsmodell ist. Also, dass eigentlich auch für die Wirtschaft, dass Chance ist, die Technologien zu verkaufen. Und was interessant ist in dem Ganzen, ist, mit den neuen Smartphones und den neuen intelligenten Technologien gibt es natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Das stellt zum Teil das Licht automatisch ab. Oder bei der Heizung gibt es Möglichkeiten, dass, wenn man nicht daheim ist, dass die Heizung automatisch runterfährt. Also da gibt es eigentlich viel so intelligente Technologien, die man jetzt einfach unterstützen müsste, um das zu realisieren. Herr Rösti, noch kurz. Wir sind bald am Ende von der Sendung. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass so technische Neuerungen und so der Markt regelt. Dass der Markt gibt einen Anreiz. Wenn ich Geld sparen kann, mit Strom sparen, mache ich es in der Regel auch. Blöderweise braucht man dann zusätzliche Geräte, das ist ja so. Aber insgesamt sind wir der Auffassung, dass die Energiestrategie viel zu stark in die Privatsphäre, in eine freie Marktwirtschaft, die wir hier in der Schweiz eingreift, mit viel zu viel Gebot und Verbot und verhältnismäßig damit relativ wenig erreicht wird. Vielen Dank. Jetzt haben wir wieder über die Effizienz geredet. Noch mal kurz Sie, Herr Hohler, Sie haben ja schon angesprochen, Stegen nehmen statt dem Lift. Dass wir wirklich verzichten müssen, dass wir unseren Lebensstandard wirklich nicht mehr heben können, vielleicht mehr als nur mit Stegen nehmen. Ist das für Sie ein Szenario und ist das für Sie, Herr Orbach, ein Szenario? Das würde ich gerne wissen. Herr Hohler. Das ist ein durchaus mögliches Szenario. Weil ich glaube eigentlich nicht, dass wir das Lebensniveau, das wir jetzt haben, mit diesem Verbrauch wirklich können heben auf Dauer. Das glaube ich einfach nicht. Also massive Einschnitte nötig? Es wird Einschnitte geben, es wird Einschränkungen geben, es wird Engpässe geben. Und wenn es die nicht gibt, dann müssen wir uns die mit wahnsinnigen Verrenkungen erkaufen. Ich meine, schon ein AKW ist so eine Verrenkung. Oder? Mit einem Abfallproblem, was heisst, es hat mal in Würlingen, das EIR damals, Würlingen, hat mal geschrieben in einem Bulletin zum Abfall, zu der Frage vom Abfall, an die Lagerung von hochradioaktivem Abfall müssen vor allem in den ersten 1000 Jahren extrem hohe Ansprüche gestellt werden. Und wenn ich das lese, vor allem in den ersten 1000 Jahren, denke ich, was ist das? Wer kann die verantworten, die ersten 1000 Jahre? Was war vor 1000 Jahren gewesen? Karl der Große, Pippin der Kleine? Oder sie Kreuzzüge gewesen, sind die Hunde schon da gewesen? Und wenn die uns so etwas hinterlassen hat, wo jetzt plötzlich davon rauchen würde und wir müssten uns mit dem befassen,
Dann, das ist aber Perspektive, die wir diesen Nachkommen hindern. Herr Rohrbach, ganz kurz noch, ist Verzicht eine Option? Gut, aber wenn die das dann gemacht hätten, würde man sie ja jetzt nicht mehr sehen, weil obendrauf grüne-weiß ist. Einfach nur das noch zum Sagen. Ja, Herr Rohrbach. Gut, Sie hätten dann noch nicht so können. Verzicht wird jetzt eine Kunst sein, vom Parlament eine Energiestrategie aufzugleisen, wo der Teil Effizienz so ausgestaltet ist, dass es wirklich dass es tragbar ist für die Wirtschaft, dass es vertretbar ist. Und das wird vor allem die Wirtschaft sein, die heute schon effizient ist, ist effizienter als Haushalten. Und dass man ihnen nicht zu viele Lasten aufbürdet und nicht bei der Wirtschaft aus einer Verzichtshaltung führt. Eine verzichtshaltige Wirtschaft heisst, wir investieren in Asien oder also wir investieren in den USA. Bei der Wirtschaft kein Verzicht. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, liebe Gäste im Innenring und im Äußeren und Sie im Publikum. Und danke besonders meinem tollen Team, das die Sendung gemacht hat. Der verantwortliche Produzent diese Woche ist der Oliver Futter. Sie zu Hause können jetzt gerade weiter diskutieren auf Twitter und in unserem Forum. Aber zuerst habe ich an Sie da vorne noch eine letzte Frage. Wenn Sie vier um einen Tisch herum sitzen, ich meine jetzt nicht hier in der Arena, sondern sagen wir mal beim Jassen. Sie vier sitzen um einen Tisch herum und plötzlich geht das Licht aus, Stromausfall. Was machen Sie da, Herr Rösti? Ja, ich habe irgendwo ein Kerzchen sofort anzünden. Und das finden Sie, wüssten Sie, was ist? Ja, also wenn es bei mir daheim wäre, ja. Aber wenn nur einen Tag der Strom ausfällt, Gesamtschweizer ist, kann es Verluste geben von 10 gut. Bis 43 Milliarden. Wir sind aber beim Kerzchen gewesen. Herr Giro, Sie sind da. Ja, was würden Sie machen beim Strom? Ich würde natürlich am Herrn Rösti die Schuld geben, weil es sicher schnell Abschaltung vom so, AKW. Jetzt muss ich unterbrechen. Wir machen das seit einer Weile. Sie beide, jetzt muss ich auch etwas Grundsätzliches sagen. Wir machen die Schlussrunde seit dem Sommer. Und in den letzten 1-2 Sendungen hat es eingerissen, dass man immer mehr versucht, schon wieder seine Kernbotschaft zu platzieren, so wie Sie beide jetzt. Das ist wahrscheinlich ein paar PR-Berater, die das empfehlen. Ich hoffe, dass die PR-Berater jetzt zuschauen. Wer das macht, wird eiskalt abgeschnitten. Sie haben das Wort, Herr Rohrbach. Ja, was machen Sie beim Stromausfall? Ich probiere das gut zu verpacken. Bevor ich ein Kerzchen anzünde, Leute dem an, wo ich am meisten Vertrauen habe, das ist mein EW. Ihr EW? Genau. Und wenn es einfach die Sicherung ist in Ihrem Haus? Und wenn es einfach die Sicherung ist? Dann ersetze ich dir. Dann muss der im EW rotieren. Nein, aber das habe ich natürlich geschaut. Das ist klar. Herr Hohler, was machen Sie beim Stromausfall? Ich habe die Situation erlebt in Herisau mit einem Bühnenprogramm, wo mein Beleuchter mit dem Saal runter ist. Und ich bin im Dunkeln auf der Bühne und das Licht einfach nicht angegangen. Dann habe ich gedacht, gut, Stromausfall. Ist das der Supergau? Geht eine Minute, geht zwei Minuten in der Schweiz, es ist nichts passiert. Dann habe ich gehört, Stromausfall total, irgendein Unterwerk ist zusammengebrochen, Herisau. Dann habe ich gesagt, wieder Herr Rösti, gesagt, bringen wir doch eine Kerze. Und dann hat er mir eine Kerze gebracht und ich habe eine Stunde lang Geschichten erzählt beim Schimmer der Kerze. Die beste Vorführung. Ja, und dann habe ich gesagt, wenn jetzt Licht nicht kommt, findet das Programm nicht statt und wir machen das später. Aber von dieser Stunde Geschichten erzählen im Kerzen, erzählen die Leute hier auch noch heute. Danke vielmals, Herr Hohler, und danke Ihnen und danke den Zuschauern und Zuschauern, die hier. Schön sind Sie dabei gewesen. Haben Sie einen wunderbaren Rest vom Freitagabend. Ade miteinander.